Herzlich willkommen zu einem anderen Video, heute mal wieder zu einem Real Talk Video und zwar zu Artikel 13. Vorneweg, ich habe immer noch keine Webcam, ich hätte jetzt zwar momentan das Geld, mir mal eine zuzulegen, aber ich habe es dann doch besser gefunden, das dieses Mal noch nicht zu machen mit Webcam. Das hat bestimmte Gründe, unter anderem, weil ich mich jetzt über Artikel 13 kritisch äußere, ein Artikel, ja, den unter anderem Zeitungsverlage gewollt haben. Aber gut, lassen wir das mal. Ja, es geht um Artikel 13. Am Mittwoch haben die Trilogverhandlungen nochmal stattgefunden zwischen EU-Rat und Parlament und whatever. Und da ist es zu einer Einigung gekommen und ein finaler Gesetzesentwurf zu Artikel 13 ist jetzt verabschiedet worden. Was steht da ganz grob drin? Da steht ganz, ganz grob drin, dass Webseiten, die User-Generated Content anbieten, in Zukunft Lizenzen kaufen müssen. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Plattenfirma zu irgendeiner Webseite hingeht, die User-Generated Content anbietet und sagt, ja, es kann sein, dass unsere Werke bei euch auf der Plattform landen, möchten gerne euch hier das und das verkaufen, ihr müsst das jetzt annehmen, so in etwa. Und wenn die Webseiten keine Lizenzen erhalten können, also wenn sie sich nicht mit den Urhebern einigen können, dann müssen Maßnahmen getroffen werden, um das Verbreiten von urheberrechtlich geschützten Werken halt zu verhindern, woran die Webseiten halt keine Rechte haben. Und gut, also das mit dem, und das ist ja im Endeffekt ein Upload-Filter. Also zum Beispiel bei YouTube ist das definitiv ein Upload-Filter, weil YouTube kann das nicht anders machen. Es gibt zwar noch so ein paar Einschränkungen, dass gesagt wird, dass es halt auch immer unterschiedlich ist, je nach Größe und Art der Webseite oder der App oder whatever. Je nachdem müssen die halt unterschiedliche Anforderungen erfüllen, um halt den Schutz sicherzustellen. Das muss dann letztlich wahrscheinlich im deutschen Gesetzestext nochmal ein bisschen bearbeitet werden. Folgen davon sind das Panzergeneralforum ist davon eventuell betroffen, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe mich nochmal ein bisschen informiert bei Christian Solmecke und der hat gesagt, also momentan sieht so aus, so dass es doch schon so ein Schlupfloch noch für Foren gibt. Ein juristisches Schlupfloch, wodurch sie sozusagen da aus der Sache raus wären. Und aber eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass ich keine Videos mehr hochladen darf oder dass mein Kanal vielleicht sogar gelöscht wird. Und das kann auch viele andere kleine YouTuber betreffen. Und das ist etwas, was ich nicht gut finde. Und das ist etwas, was mein Hauptkritikpunkt an dem Artikel 13 ist und wieso ich ihn auch ablehne. Was kann man jetzt noch tun? Also ihr könnt euren den Abgeordneten Parlament könnt ihr E-Mails schreiben, ihr könnt sie anrufen, ihr könnt bei Wahlveranstaltungen hingehen, mit ihnen sprechen, versuchen da ein bisschen Druck auszuüben und ihnen sagen, dass ihr gegen Artikel 13 seid und zum Beispiel damit drohen, dass ihr sie nicht wiederwählen werdet, weil dazu muss man wissen, also das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, der finale Gesetzesentwurf steht zwar, aber das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Das muss erst doch im EU-Parlament abgesegnet werden und das wird im April stattfinden und im Mai ist bereits die Europawahl. Und klar, die Politiker, die haben natürlich alle Interesse daran, dass sie wiedergewählt werden oder dass zumindest die Partei, der sie angehören, ihre Macht behält im EU-Parlament. Und das ist dann vielleicht noch ein gewisses Druckmittel, was man ausüben kann, um dann vielleicht noch den einen oder anderen umzustimmen. Es gibt eine Seite, ich werde euch alles unten verlinken, eine Seite, wo ihr sehen könnt, wer jetzt für Artikel 13 gestimmt hat und wer dagegen.
Sind auch einige von der SPD und von den Grünen und auch einer von den Linken dabei, einer von der FDP und so weiter. Also gerade jetzt SPD, Grüne und Linke, denke ich mir, die kann man vielleicht eher ein bisschen damit überzeugen. Und die sind vielleicht auch eher jetzt gegen den finalen Gesetzesentwurf als die CDU. Wobei da ja jetzt heute auch schon der erste Aufschrei von einem CDU-Politiker gewesen ist, der sich darüber echauffiert hat, dass Artikel 13 kommt mit Upload-Filtern, obwohl das im Koalitionsvertrag steht, dass das nicht gewollt ist. Und von daher könnte es vielleicht sogar noch sein, dass auch von der CDU noch der ein oder andere umfällt, von der CDU und CSU. Aber das wird man dann sehen. Was ihr auch noch machen könnt, ist, dass ihr zu Demos gehen könnt. Da stecke ich auch einen Link euch in die Videobeschreibung unten rein, wo ihr sehen könnt, wo welche Demos stattfinden. Ich wollte eigentlich auf die Demo in Köln gehen, aber ich habe gesehen, die ist schon leider schon morgen und morgen muss ich arbeiten. Also das wird dann nichts, aber ich denke mal, ich werde dann wohl in Frankfurt hingehen. Das ist ja auch noch von mir ganz gut erreichbar. Also da könnt ihr auch hingehen, zeigen, dass wir auf jeden Fall vielzählig sind, viele Menschen gegen Artikel 13 und dass es nicht so ist, wie die CDU gedacht hat, dass ganzen Mails, die angekommen sind oder diese ganzen Stimmen da bei der Petition, dass es alles nur Bots sind, sondern dass dahinter richtige Menschen stehen, die dahinter stecken. Ja, also das könnt ihr alles machen und was ihr natürlich auch machen könnt, wenn immer jetzt schon die Europawahl ist, zur Europawahl hingehen und wählen. Und ganz wichtig, die Frage, wen sollte man wählen? Auf keinen Fall die CDU. Weil ich finde, die CDU, wenn es jetzt wirklich so kommt, dass bei der Endabstimmung alle CDU-Politiker und CSU-Politiker dafür stimmen, für Artikel 13, dann gehört die CDU-CSU meiner Meinung nach abgestraft. Ja, und wenn ihr aber auch nicht wählen solltet, das ist die AfD, weil, sorry, aber ich kann es nicht verstehen, auch die Leute, die jetzt sagen, sie wählen die AfD nur aus Protest, kann ich einfach nicht verstehen, weil wenn die AfD jemals an die Macht kommen sollte, dann wird es im Endeffekt noch schlimmer werden würden, als es jetzt schon ist und deswegen, also AfD auch als Protestwähler ist keine Alternative für mich. Wählt die Linken, wählt die Piratenpartei, die Julia Reda, die hat von der Piratenpartei, die hat gute Arbeit geleistet, hat viel versucht, um dieses Gesetz zu noch irgendwie zu stoppen oder zu kippen oder zu entschärfen oder whatever, hat immer darüber informiert, über den aktuellen Sachstand, also die Piratenpartei ist da sicherlich auch eine, die sich immer, sag ich mal, für die Interessen der User einsetzt und das ist auf jeden Fall eine Alternative. Linken denke ich mal auch. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein paar Politiker anschreiben, also den von der Linken werde ich auf jeden Fall anschreiben und die von der SPD wahrscheinlich auch und sagen, was das soll. Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich jetzt wählen werde bei der Europawahl. Wenn die SPD jetzt doch noch einknicken sollte und jetzt geschlossen gegen Artikel 13 stimmt und damit verhindert eventuell, dass Artikel 13 kommt, dann werde ich sicherlich als Dank die SPD wählen, ansonsten wahrscheinlich die Linken oder halt die Piratenpartei mal schauen. Wieso sollte man die CDU auch nicht wählen? Es geht auch da ein bisschen auch um die Zukunft. Es geht nicht nur darum, dass man die CDU abstraft, sondern auch ein bisschen um die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Christian Solmecke, der Medienanwalt, Rechtsanwalt, der hatte da letztens ein Video zu gemacht oder das kurz in einem Video erwähnt, dass die EU an einem Gesetz arbeitet, der das vorsieht, dass auch europaweit dann in Zukunft die Streamer eine Rundfunklizenz benötigen. Und was ja eigentlich schon ziemlich irrwitzig ist, wenn jetzt irgendwie einer, was weiß ich, 3-4 Zuschauer im Durchschnitt hat, irgendwie in einem Livestream, dass er dann dafür eine Rundfunklizenz benötigt, dann denke ich mir auch nur, what? Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwachsinnig und selbst wenn die deutsche
Regierung jetzt irgendwie dieses Gesetz ein bisschen lockern sollte, dann wird das spätestens, wenn die EU das beschließen sollte, wieder einkassiert. Und auch das ist ein Grund, wieso man die CDU nicht mehr wählen sollte. Ja, kommen wir mal zu einer etwas anderen Frage. Und zwar, warum wurde darüber eigentlich recht wenig berichtet? Also in den, sage ich mal, in den klassischen Medien wurde jetzt eigentlich gar nicht so viel darüber berichtet. Und die Position war eigentlich auch nie für die YouTuber oder für die User, sondern eigentlich, wenn, entweder sehr sachlich, hatte ich mir zum Beispiel die Südwestpresse mal angeguckt, die haben sehr sachlich berichtet, oder aber auch extrem gegen die YouTuber und teilweise dann auch extrem unsachlich. Da war die FAZ ein schlechtes Beispiel, zum Beispiel mit ihrem Artikel YouTube wiegelt ja, sozusagen kleine Kinder auf. Und das war schon ein bisschen, naja, das journalistisch sehr grenzwertig. Dazu muss man wissen, dass die Zeitungsverlage maßgeblichen Anteil an diesem, ja, an diesem Gesetz haben, dass die dieses Gesetz unbedingt haben wollen. Die wollen nicht nur dieses Gesetz haben, sondern zu dieser Urheberrechtsreform gehört auch Artikel 11, das sogenannte Leistungsschutzrecht. Momentan ist es ja so, wenn man jetzt Google News oder sowas aufruft, dann stehen da viele, ja, sag ich mal, Nachrichten, viele Beiträge von irgendwelchen Zeitungen, von irgendwelchen Online-Seiten von Zeitungen, und das Artikel 11 sieht halt vor, dass Google oder auch andere, sag ich mal, Webseiten, die das benutzen, die halt irgendwie Nachrichten bei sich verlinken, dass die in Zukunft die Verlage dafür bezahlen müssen, dass sie das tun. Das Ganze kann auch ein bisschen nach hinten losgehen für die Verlage. Wieso, das erzähle ich euch nachher. Es ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, das sieht Artikel 11 im Grunde vor. Und ja, die Verlage, dazu muss man auch wissen, dass die Verlage eigentlich schon seit der Einführung des Internets in der Krise sind. Also die Abonnentenzahlen sind rückgängig. Ja, Verlage müssen immer mehr Geld einsparen, ja, Leute entlassen und so weiter und so fort, weil ja, heutzutage, wen interessiert jetzt noch irgendwie am nächsten Morgen in der Zeitung zu lesen, was man irgendwie schon am Abend alles im Internet lesen kann? Und das ist natürlich ein großes Problem für die Zeitungen. Und die versuchen sich jetzt natürlich noch ein bisschen Geld irgendwie reinzuholen, um besser überleben zu können. Und deswegen haben die natürlich ein gewisses Interesse daran, dass Artikel 11 oder dieses ganze Urheberrechtsgesetz im Endeffekt verabschiedet wird. Das Problem dabei ist, das Ganze hat man schon in Spanien versucht und da ist das ziemlich in die Hose gegangen, so wie ich gelesen habe oder gehört habe. Und zwar ist es dann so gewesen, dass Google gesagt hat, bei den meisten, nö, also dann tun wir lieber gar nichts mehr posten, und die Zeitungsverlage, also die Zeitungen haben dann im Endeffekt mit, ja, haben dann festgestellt, dass dann ihnen die Besucher auf ihren Webseiten gefehlt haben, und das ist natürlich dann auch ein Problem, und deswegen wurde das dann auch, glaube ich, da wieder ziemlich schnell eingestellt, also dass das ziemlich nach hinten losgegangen wird. Also wenn dieser Artikel 11 jetzt kommt, dann ist es halt im Endeffekt auch so, diejenigen, die davon profitieren, das werden jetzt nicht die kleinen Tageszeitungen sein, sondern die großen Verlage wie zum Beispiel Axel Springer oder auch andere große Verlage, die werden davon profitieren, weil mit denen wird dann Google irgendwelche ja, Lizenzvereinbarungen treffen, aber die kleinen Zeitungen, da wird dann Google sagen, nee, also da haben wir kein Interesse daran, und die werden dadurch auf der Strecke bleiben. Und von daher ist das idiotisch. Und das andere, was idiotisch ist, was die FAZ gemacht hat, dass sie so extrem negativ über das Thema berichtet hat, über Artikel 13, also so ein bisschen Lobbyarbeit gemacht hat für Artikel 13, und die YouTuber so scharf angegangen hat, das kann natürlich auch ein großer Bumerang werden. Also man stellt sich jetzt mal eine, sag ich mal, Tageszeitung vor. Die Abonnenten gehen zurück. Die Tageszeitungen haben immer mehr Probleme, ja, sozusagen Nachwuchs zu finden, dass junge Leute ihre Zeitung abonnieren. Und wenn man dann, ja, wenn man dann
weiß, dass die Zeitung extrem negativ berichtet hat, also die YouTuber extrem scharf angegangen hat, dann werden von diesen, sage ich mal, 4,7 Millionen, die die Petition unterschrieben haben, auch kein Interesse haben, irgendwie da noch die Zeitung zu abonnieren oder was auch immer zu tun. Und deswegen ist es natürlich einfach extrem schlechte Eigenwerbung von der FAZ, was die da gemacht hat. Also ich meine, man stelle sich jetzt mal den anderen Fall vor, dass jetzt zum Beispiel eine große Tageszeitung jetzt mal ein bisschen anders berichtet, ein bisschen positiver berichtet und sagt, okay, mehr Rechte für die Unternehmen und so, alles gut und schön, aber man darf bei diesen Gesetzen auch nicht die Rechte der YouTuber oder der ganzen User und so weiter und so fort oder der Webseiten, die diese, sage ich mal, Inhalte bereitstellen, vergessen und was weiß ich, sich vielleicht auch mal irgendwie zu Herrn Newstime oder so für ein Interview getroffen hätte oder so, sich hätte interviewen lassen, ein bisschen Auskunft gegeben hätte, warum das so ist, warum die Zeitungsverlage das unbedingt wollen und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gegeben hätte, der gesagt hätte, okay, cool, die Zeitung, die setzt sich für uns ein, da werfen wir mal einen Blick rein und abonnieren die vielleicht sogar mal, um die ein bisschen zu unterstützen. Aber so ist es natürlich irgendwie dann auf der anderen Seite, ein bisschen schlecht, was die FAZ gemacht hat, weil so hat sie die Leute, die sie eigentlich braucht, die Abonnenten, die, ja, sag ich mal, potenziellen Abonnenten gegen sich aufgebracht. Naja. Auch die, Fernsehmedien, die haben auch eigentlich wenig darüber berichtet. Also in der Tagesschau war es irgendwie mal Thema gewesen oder da war jetzt vor ein paar Tagen bei ZDF, also nicht bei dem richtigen Kanal, ich weiß es nicht, wie der heißt, irgendwie bei so einem Zweitkanal von ZDF war da ein Interview gewesen mit Le Floyd und das war auch eine Katastrophe, also der Typ, der hat versucht, da Le Floyd vorzuführen und war da halt auch da hier gebrainwashed in dem Thema und so weiter und so fort. Katastrophe. Klar, ich meine, für die Fernsehmedien hat das natürlich auch seine Vorteile, sage ich mal, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie YouTuber gestrikt werden, wenn die ihren Kanal verlieren, wenn YouTube irgendwie sagt, wir sperren jetzt viele kleinere YouTuber aus und so, dann ist natürlich auf der anderen Seite viel weniger Konkurrenz da auf YouTube und damit haben dann die Fernsehsender, die ja in dem, also viele Fernsehsender machen das ja heute schon so, dass sie Beiträge von sich auf YouTube auch hochladen, die haben dann natürlich den Vorteil, dass sie dann dadurch mehr Klicks generieren können und wenn es weniger YouTuber gibt, die irgendwie damit Kohle verdienen, dann steigt natürlich auch der Preis, sage ich mal, für die Werbung, kann man damit mehr Geld scheffeln und so weiter und so fort. Also von daher ist das natürlich eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht für die ganzen Fernsehstationen, für die Fernsehsender, wenn jetzt im Endeffekt viele YouTuber einfach rausfliegen. Gut, wer will Artikel 13 nicht? Ja gut, das sind auch einige. Und zwar zum Beispiel diverse unabhängige Experten und Wissenschaftler, die haben sich dagegen ausgesprochen, haben davor gewarnt. Dann gibt es eine Petition, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die werde ich auch verlinken. Allerdings läuft das, glaube ich, nur noch bis Montag, denn werden die Unterschriften übergeben, wenn ich mich nicht irre. Die Petition haben schon 4,7 Millionen Menschen unterschrieben. Das ist damit die größte Petition, die es jemals in der EU gegeben hat. Aber sie wird halt von den Politikern überhaupt nicht beachtet, wie ich schon vorher gesagt habe, irgendwie, dass die CDU davon ausgegangen ist, dass da irgendwie Bots dahinter stecken oder was auch immer. Also unfassbar. Ich meine, 4,7 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen, das ist über 5% der Bevölkerung von Deutschland, das ist eine ganze Menge. Und wenn man dann bedenkt,
dass eigentlich nur diejenigen richtig auf das Thema aufmerksam gemacht worden sind, die sich halt bei YouTube oder bei Social Media oder sowas rumtreiben und in den herkömmlichen Medien ja eigentlich eher, sage ich mal, die Gefahren von Artikel 13 gar nicht so thematisiert worden sind, dann denke ich mal, ist 4,7 Millionen eine ganz schöne stolze Zahl und dann liegt die Dunkelziffer, diejenigen, die jetzt über Artikel 13 wahrscheinlich gar nicht genau Bescheid wissen und deswegen ja auch nicht dagegen gestimmt haben oder so, liegt die wahrscheinlich relativ hoch. Also ich schätze mal, das sind wahrscheinlich wirklich bestimmt 10% der deutschen Bevölkerung, die gegen Artikel 13 sind. Ja, wer will sonst auch noch nicht Artikel 13? Mit den Journalisten ist es so, also klar, die Verlage, die wollen auf jeden Fall Artikel 13, die wollen auch Artikel 11, aber es ist jetzt, man kann glaube ich auch nicht sagen, dass wirklich jeder Journalist für Artikel 13 ist, weil die halt befürchten, oder für Artikel 11 ist, weil die halt befürchten, dass das Geld, was dann eventuell zusätzlich generiert wird, nur bei den ganzen Verlagen landet und sie dann im Endeffekt nichts davon abhaben. Und das kann man dann auch irgendwie verstehen. Und klar, die Medien, die darüber berichtet haben, haben meistens nicht gerade für YouTube oder für die YouTuber oder für die ganzen User Partei ergriffen. Aber das liegt dann auch ein bisschen daran, dass... weiß nicht, ob ihr das wisst, in der Zeitung ist es ja so, es gibt halt einen Verleger, der bestimmt dann sozusagen die politische Grundrichtung, dann gibt es einen Chefredakteur, der sozusagen dafür einsteht, dass halt diese politische Grundrichtung auch eingehalten wird und das heißt, die Journalisten, die können ja auch gar nicht ihre richtige Meinung teilweise äußern, sondern das wird dann immer von oben noch irgendwie negiert und umgeschrieben oder was auch immer, oder die Journalisten werden gezwungen, es umzuschreiben. Also, dass wirklich alle Journalisten da jetzt für Artikel 13 sind, das wage ich stark zu bezweifeln. Aber gut, das kann man halt nicht so richtig herausfinden, es sei denn, man würde da jetzt vielleicht eine Umfrage oder so machen. Aber gut, wer auch nicht dafür ist für Artikel 13 ist der Medienanwalt, der Rechtsanwalt Christian Solmecke. Da hatte ich ja schon gesagt, da ist das der Link zu einem von seinen Videos, wo er das alles jetzt, den finalen Entwurf, ein bisschen genauer erklärt, unten in der Videobeschreibung. Und er ist halt der Meinung, dass es schön und gut ist, dass die Firmen also für ihre Werke bezahlt werden und dass mit den Lizenzvereinbarungen und so weiter und so fort schön und gut ist, aber dass das Gesetz halt total unausgegoren ist, dass viele Fragen einfach offen geblieben sind und man hat einfach auf die Schnelle noch irgendwas dahin gerotzt und das jetzt irgendwie ein gültiges Recht zu kriegen, ist irgendwie ja ziemlich schwierig, weil es halt irgendwie auch noch so viele ja, Hintertürchen gibt und so weiter und so fort. Warum ist mein Let's Play-Kanal in Gefahr? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage. Also so wie es ja jetzt momentan aussieht, ist Google gehört ja natürlich YouTube. Also YouTube gehört zu Google so rum. Ist YouTube dazu gezwungen, Upload-Filter zu installieren? Also beziehungsweise dazu gezwungen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Aber YouTube hat das eigentlich drei Möglichkeiten. Also sie können extreme Upload-Filter einführen, also die wesentlich gröber sind als die jetzigen, was dann den Nachteil hätte, dass einige Sachen einfach ja sozusagen ausgefiltert werden würden, die eigentlich erlaubt sind, zum Beispiel Rezensionen und so weiter und so fort. Gut, da gibt es noch die Möglichkeit da mit Beschwerde und so weiter, das erzähle ich euch nachher. Ist nicht so schön, hätte jetzt für mich glaube ich auch keine großen Auswirkungen. Einzige, wo ich dann wirklich noch ein bisschen extremer aufpassen müsste, das ist mit den Let's Plays, mit den Musiken in den Let's Plays. Das ist nicht so schön. Da werde ich wahrscheinlich gezwungen sein, wirklich zwei Tonspuraufnahmen zu machen.
und das vielleicht irgendwie nachzuvertonen oder so, damit ich das irgendwie vernünftig mischen kann. Ich muss mal gucken, ob ich das mit Shotcut auch irgendwie so dann die Lautstärke da runterziehen kann bei den Zwischensequenzen, also wo irgendwie Musik im Hintergrund läuft, wo sie irgendwie zu laut ist oder so. Muss man mal schauen. Die zweite Option für YouTube ist, dass sie kleine YouTuber einfach rausschmeißen oder sie daran hindern, weiter Videos hochzuladen. Weil dadurch kann YouTube natürlich die Anzahl derjenigen, die potenzielle Urheberrechtsverletzer sind, minimieren. Und hat vielleicht auch andere Interessen daran, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall könnten sie ihre Arbeit sozusagen, die sie mit diesem Artikel 13 haben, könnten sie dadurch minimieren, wenn sie natürlich die Anzahl der YouTuber verringern. Und davon wäre ich natürlich auf jeden Fall betroffen mit meinen 47 Abonnenten. Und da müsste ich dann, ja, hätte ich dann Pech gehabt. Und die dritte Option ist, dass YouTuber sich mit einem Personalausweis bei YouTube anmelden müssen und ja, dass YouTube dann wiederum Regress nehmen kann bei den Urheberrechtsverletzern, also bei den YouTubern, die irgendwie Urheberrechtsverletzungen begehen. Diese Option halte ich jetzt aber inzwischen für nicht mehr so wahrscheinlich, eher für ziemlich unwahrscheinlich. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil in dem aktuellen Gesetzestext auch irgendwie vergessen worden ist, dass auch die Urheberrechtsver also dass auch die User, die Urheberrechtsverletzungen betreffen, dass die Mensch, dass die User, die Urheberrechtsverletzungen sozusagen durchführen, dass die auch in der Haftung sind. Das ist irgendwie in dem aktuellen Gesetzestext überhaupt nicht mehr drin. Von daher ist die Frage, ob dann YouTube wirklich da die YouTuber in Regress nehmen könnte. Und die andere Sache ist, dass das natürlich auch aus datenschutzrechtlichen Gründen eine ziemliche Katastrophe ist. Man stelle sich mal vor, es hackt sich jemand bei YouTube da ein, klaut die ganzen Adressen von den YouTubern und veröffentlicht die. Was das für katastrophale Ausmaße hätten. Also ich meine, jeder von euch kennt ja wahrscheinlich Drachenlord oder viele von euch und wissen, wie es bei dem abgeht, seitdem er selber seine Adresse mal preisgegeben hatte, war natürlich auch idiotisch. Aber sowas will man natürlich nicht für jeden einzelnen YouTuber in Deutschland haben, dass die Adressen von dem bekannt sind, dass die YouTuber belästigt werden, dass die Nachbarn belästigt werden und so weiter und so fort. Und von daher kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass das so gemacht wird. Und der dritte Grund, warum ich mir das nicht vorstellen kann, ist ganz einfach der, das würde ja eine, selbst wenn jetzt YouTube das irgendwie einklagen könnte, da müssten ja zig Rechtsanwälte und so weiter und so fort damit irgendwie beauftragt werden. Und selbst wenn jetzt irgendwie YouTube vor Gericht Recht bekäme, es gibt ja, sage ich mal, nicht jeder YouTuber hat ja die finanziellen Möglichkeiten sofort den Schaden, der für YouTube entstanden ist, irgendwie YouTube zu bezahlen, sondern YouTube müsste dann auf jeden Fall immer in Vorkasse treten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, denke ich mal, aus finanziellen Gründen wahrscheinlich eher eine suboptimale Idee, dass YouTube das wirklich so macht, dass sich die User mit Personalausweis registrieren müssen. Gut, kommen wir jetzt zu der Frage, wieso die CDU und vor allem Axel Voss bestraft gehören. Ja, Politik ist für die Bürger da und nicht für die Firmen. Das muss man, glaube ich, den Politikern der CDU ganz klar machen. Es gibt eine Petition mit 4,7 Millionen Unterschriften im Netz und die CDU oder gut, ist ja nicht nur die CDU, aber die Befürworter sind einfach so ein bisschen ja uns das schuldig geblieben, uns das zu zeigen, dass es auch mindestens genauso viele Menschen gibt, die ein Interesse haben an Artikel 13. Und gut, es gibt keine Volksabstimmungen, aber wenn es schon mal die größte Petition, die es jemals im EU-Raum gab in Sachen Unterschriften, wenn es die schon mal irgendwie gibt mit 4,7 Millionen Unterschriften, dann denke ich mal, sollten die Politiker da nicht einfach so Artikel 13 irgendwie verabschieden, obwohl so viele Leute dagegen sind, sondern sollten das vielleicht nochmal irgendwie gucken, Entschärfungen durchzuführen oder den Artikel gleich ganz ja, fallen zu lassen.
Und die Julia Reda hatte auch erzählt, dass das, ja, dass die Politiker, die dann bei diesen abschließenden Trilogverhandlungen da anwesend waren, dass sie auch ganz unverblümt davon geredet haben, das und das, das können wir den Firmen nicht zumuten. Also, dass da ganz eindeutig Lobbyarbeit betrieben worden ist für die Firmen. Und dass es dabei auch nicht so in erster Linie um den kleinen Mann, um den Künstler an sich geht, sondern halt um die ganzen großen Verlege, Plattenfirmen, Filmfirmen und so weiter, also um die Leute, die oben drüber stehen. Dann ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass im Koalitionsvertrag steht, dass ja, die CDU und die SPD keine Upload-Filter wollen. Aber trotzdem soll es jetzt Upload-Filter geben. Und ich meine, selbst wenn man das jetzt nicht explizit schreiben würde, ob es jetzt Upload-Filter sind, ich meine, YouTube kann das ja praktisch nur mit Upload-Filtern regeln, diese Gesetzeslage. Und dann, das ist dann für mich auch irgendwie ein bisschen Wortbruch, wenn man einerseits sagt, man will keine Upload-Filter, aber dann auf der anderen Seite kommen dann trotzdem Upload-Filter. Und dann ist es letztlich so gewesen, es sah ja vor ein paar Tagen ganz gut aus, dass Artikel 13 doch nicht kommt, weil sich Frankreich und Deutschland nicht einigen konnten. Aber dann kam dann die Weisung aus dem Kanzleramt und da wurde dann gesagt, nee, also wir müssen den Kompromiss jetzt annehmen, koste es, was es wolle. Und das ging dann eindeutig auf die Kosten der CDU. Und letztlich kann man sagen, dass CDU, CSU einstimmig für Artikel 13 gestimmt haben. Da war nicht einer dabei, der dagegen gewesen ist. Und deswegen, wenn es jetzt darum geht, Schuldige für Artikel 13 zu finden, dann ist es eindeutig die CDU. Ja, zu Axel Voss, ja, was soll ich dazu sagen? Also, er hat in meinen Augen nicht so richtig Ahnung vom Internet. Irgendwie klang ja auch so, als ob er den Internet bis jetzt für einen rechtsfreien Raum gehalten hat und so weiter und so fort und vergisst dabei, dass es ja zum Beispiel auf YouTube schon heute dieses Content-ID-System gibt und so weiter und so fort und ich habe auch euch unten mal ein Video verlinkt, das Interview von Herrn Newstime mit Axel Voss und das, was ich so ein bisschen so rausgehört habe, so sein Grundtenor war irgendwie, wir haben die Gesetze jetzt gemacht und die Webseiten, die Plattformen, die müssen sich jetzt darum kümmern, ob sie das, wie sie das durchgeführt kriegen, ganz egal, ob das jetzt überhaupt praktisch möglich ist oder nicht. Da kann man nur so ein bisschen seinen Kopf drüber schütteln und dass er auch überhaupt nicht so zumindest mal ein bisschen irgendwie einlenken kann oder ein bisschen von seinem Standpunkt irgendwie abzubringen ist, das ist irgendwie, ja, weiß nicht. Also das ist echt in meinen Augen so ein bisschen so die Meinung der Bürger mit Füßen treten und das finde ich nicht gut. Ja, kommen wir dann jetzt zu meiner Meinung zum Urheberrecht. Mein Gott, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen. Also, ich muss sagen, habe mich fürchterlich drüber aufgeregt über Artikel 13. Ich habe mir dann heute das Video von Rechtsanwalt Christian Solmecke, dieses 50-Minuten-Video, habe ich mir heute nochmal angeschaut, was er gestern hochgeladen hat. Und ich bin jetzt nicht mehr fürchterlich wütend, aber ich bin immer noch gegen Artikel 13. Also, ganz klar. Dass Webseiten Lizenzen erwerben sollen und die Künstler vernünftig vergüten sollen, das kann ich voll und ganz verstehen. Da bin ich voll und ganz bei Artikel 13. Ich kann das auch voll und ganz verstehen, dass irgendwie zum Beispiel Firmen und so das nicht wollen, dass irgendwelche Filme hier auf YouTube illegal hochgeladen werden oder dass Musik auf YouTube illegal hochgeladen wird, wenn es jetzt wirklich nur das das Lied an sich ist. Ich meine, dass ich das mit Let's Plays anders sehe und dass ich der Meinung bin, dass man das irgendwie legalisieren sollte, das hatte ich ja schon mal gesagt gehabt. Aber wenn es jetzt wirklich nur das Lied an sich ist,
Das kann ich alles verstehen, dass YouTube, dass die Künstler das nicht möchten und dass die Firmen das nicht möchten, weil dadurch entgeht denen wirklich Geld. Wie gesagt, da bin ich voll und ganz d'accord mit. Und es ist jetzt auch nicht gar nicht mal so schlecht, Artikel 13. Gut, der Upload-Filter an sich ist schon scheiße. Und da kann man sich überlegen, ob es den wirklich braucht oder nicht. Aber das Problem dabei ist, dass die Webseiten, die jetzt Lizenzen holen müssen, also, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Vielleicht StudiVZ oder sowas. StudiVZ ist auch so ein, ich meine, gut, interessiert sich heute keine Sau mehr für, aber jetzt stellt euch mal vor, irgendwie geht so eine Plattenfirma zu StudiVZ hin und sagt, ja, also ihr müsst jetzt irgendwie, was weiß ich, für ein paar Millionen unsere Lizenzen abkaufen, das sagt jetzt Artikel 13 und StudiVZ kann das doch gar nicht, also, oder auch ganz viele andere kleine Seiten, die sind doch gar nicht in der Lage dazu, irgendwelche Lizenzen für teures Geld zu kaufen. Das ist doch schon praktisch alles überhaupt nicht möglich. Und das ist einer der großen Kritikpunkte für mich an Artikel 13, wieso ich noch immer noch dagegen bin. Wie gesagt, es gibt einige Sachen, die noch in einem Gesetz sind, die sozusagen die kleinen User schützen. Zum Beispiel, dass Zitate und so weiter berücksichtigt werden müssen oder dass YouTube sicherstellen muss, dass Beschwerden, also wenn jetzt irgendwas zu Unrecht gelöscht worden ist, dass die halt zügig bearbeitet werden. Oder das steht auch drin, dass wenn jetzt irgendwelche Leute wollen, dass irgendwas runtergeschmissen wird, irgendwelche Videos gelöscht werden, dass das dann irgendwie per Hand angeschaut werden muss, also von einem Menschen angeschaut werden muss, ob das jetzt wirklich eine Urheberrechtsverletzung ist und so weiter und so fort. Aber all diese Sachen haben halt auch Nachteile, weil sie halt nicht weit genug führen zum Schutz der einzelnen YouTuber. Das Problem ist jetzt, vorher war es so gewesen, dass die Firmen halt bei YouTube hinterherlaufen mussten und jetzt ist es einfach so, dass die kleinen YouTuber YouTube hinterherlaufen müssen, dass die, klar, es gibt die Möglichkeit der Beschwerde und es steht auch drin zügig, aber es ist nicht gesagt, was zügig heißt. Also zügig kann sagen, innerhalb eines Tages, zügig kann sein innerhalb einer Woche und jetzt stellt euch mal irgendwelche YouTuber vor, sage ich mal von einer Abonnentenzahl von, sagen wir mal 300.000, die vielleicht davon leben und die dann andauernd bei YouTube hinterherlaufen müssen, dass ihre Videos wieder hochgestellt werden und das geht nicht, also das ist dann einfach auch eine Sache, erstens, dass man die Zeit dafür hat, da bei YouTube die ganze Zeit hinterher zu rennen und zweitens, ob da für die einzelnen Nutzer kein großer finanzieller Schaden dadurch entsteht, weil die ganzen Uploads und sowas sich alle hier verzögern und so weiter und so fort. Und der Hauptkritikpunkt für mich ist, dass dadurch, dass ich meine, es ist zwar schön, dass YouTube dazu gezwungen ist oder dass im Gesetz gesagt wird, dass YouTube sich die Videos, die gelöscht werden sollen, irgendwie manuell anschauen soll. Das ist schön, aber auf der anderen Seite bedeutet das so einen immensen Aufwand für YouTube und dass ich mir genau deswegen auch vorstellen kann, dass YouTube es wirklich so machen wird und die ganzen kleinen Kanäle alle rausschmeißt. Und das ist, da fehlt für mich einfach so ein bisschen ein Gesetzestext, der das halt irgendwie regelt, dass YouTube das nicht darf. Also, was für mich auch ein großes Problem ist, in Sachen Urheberrechtsverletzungen, es wird überhaupt nicht in diesem Gesetz auf Streamer eingegangen. Wie soll denn zum Beispiel Twitch Urheberrechtsverletzungen verhindern können? Ich meine, das ist ja praktisch nicht möglich. Man kann nicht im Vornherein jeden Stream irgendwie untersuchen oder so,
Das macht ja keinen Sinn, wenn man erstmal alle Streams sozusagen blockt und sich anguckt, ob das irgendwie rechtens ist, was die Person da macht und dann den Stream wieder hochstellt. Das ist ja dann kein Livestream mehr, sondern ein Video. Wie soll das denn gehen? Also dieses Gesetz ist einfach so unausgegoren. Da kann ich Christian Solmecke nur recht geben. Und ja, also das sind alles so Gründe, wieso ich Artikel 13 eigentlich immer noch ablehne, wieso ich auch dafür kämpfen werde, dass Artikel 13 nicht kommt und wieso ich auch der Meinung bin, dass die CDU ja bluten soll, ordentlich verlieren soll bei der nächsten Wahl, damit sie halt merkt, dass die Bürger mehr Macht haben als irgendwelche Firmen in Deutschland, weil ich es halt einfach eine Sauerei finde, dass man halt die Stimmen von 4,7 Millionen Menschen ignoriert und trotzdem dieses Gesetz halt durchdrückt, obwohl man dem Beweis schuldig geblieben ist, dass es halt mindestens genauso viele Menschen gibt, die dieses Gesetz halt wollen. Und klar, man kann vielleicht sagen, dass irgendwie YouTube ein bisschen die YouTuber oder die Leute, die jetzt alle gegen Artikel 13 sind, manipuliert hat mit diesem Video von der Susan Wojcicki. Das hat ja auch die FAZ da hier vorgeworfen, dass die alle manipuliert worden sind. Aber ich meine, auf der anderen Seite, die herkömmlichen Medien, die haben es ja auch nicht anders gemacht. Die haben halt in die andere Richtung Lobbyarbeit betrieben. Und von daher finde ich auch, dass man diese 4,7 Millionen Menschen nicht einfach ignorieren kann, weil es halt von beiden Seiten irgendwie Lobbyarbeit betrieben worden ist. Und ich für meinen Teil, ich habe mir viele Videos dazu angeschaut, hauptsächlich war es halt wirklich für mich Christian Solmecke, dessen Videos, die für mich den Ausschlag gegeben haben, weil der halt als Jurist da auch ein bisschen mehr dazu sagen konnte, als jetzt was ich, ein Herr Newstime oder so. Klar, die haben das alles so ein bisschen aus der YouTuber-Perspektive gesehen, aber so ein Rechtsanwalt, der kann natürlich dann auch viel dazu sagen. Und das war für mich dann auch so der ausschlaggebende Grund, wieso ich gesagt habe, nee, also das will ich nicht, Artikel 13. Ja, und das ist dann für mich auch heute noch mein Standpunkt. Und damit beende ich dieses Video. Das heißt, ich kann vorher noch mal einen kleinen Aufruf an euch starten. Setzt noch mal ein bisschen die Abgeordneten unter Druck. Schreibt ihnen irgendwie, wenn ihr irgendwelche E-Mails schreibt, nehmt keine vorgefertigten Muster, schreibt individuell, ruft sie an, geht zu Wahlveranstaltungen oder letztlich auch geht dann anschließend wählen, geht auf die Demos und zeigt, dass eure Stimme zählt und nicht irgendwie weniger wichtig ist als die von irgendwelchen Firmen. Das ist für mich so ein bisschen eigentlich nicht mal so Artikel 13. Artikel 13 ist scheiße, bin ich d'accord. Aber was ich noch beschissener finde, ist, dass die Politik einfach diese riesige Stimmenmenge ignoriert und trotzdem ein Gesetz durchdrückt, ohne irgendwie vielleicht die Möglichkeit einer Diskussion zu haben, die Leute zu Wort kommen zu lassen, irgendwie mitbestimmen zu lassen. Das ist das, was mich am meisten daran aufregt. Naja, damit beende ich dieses Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Irgendwann wird es dann jetzt mit GTA Vice City losgehen. Bis dahin, ciao, ciao.